1 zu 1 gegen Sandhausen. Die einen sagen, ja, das war's jetzt mit dem Aufstieg. Die anderen sagen, ach, in Sandhausen ist sowieso nichts zu holen. Tja, irgendwo dazwischen, oder wie so ein Ampermeter von ganz leer, Akku leer auf 100%. Ja, ab jetzt geht's gegen Darmstadt, holen wir wieder den Dreier. Ist so meine Gefühlslage im Moment. Und ich habe euch einen kleinen Blogartikel dazu aufgeschrieben, den ich euch jetzt vorlesen will, im Sinne von Read Out Loud. Im Wald wird es kühler. Das weiß doch jedes Kind, dass es gegen Sandhausen klamm wird. Wenn man den Analytikern glauben darf, dann gibt es einfach kein Mittel gegen die kalten Finger, die unsere Raute aufnehmen, da unten links von Heidelberg. Wer schon mal da war, der weiß, und wer nicht da war, im Hartwald, der ahnt, mehr Provinz geht nicht. Leim ist übrigens gleich um die Ecke. Diese Gegend dünstet so viel Spießigkeit aus, dass tennisspielende Jugendliche in den 1980ern nur ein Fluchtziel kannten und dem alles, aber auch alles unterordneten. Ab nach Wimbledon, egal was es kostet. So fühlt man sich da. Und vielleicht fühlten sich unsere Jungs auch so und wollten einfach nur wieder zurück nach Wedel, an die Elbe. Ich weiß es nicht. Also diesen Drive von den Jugendlichen aus der Gegend, den hatten unsere Jungs auf jeden Fall am Samstag nicht. Eher verfielen sie in dieses kollektive Menno, das schon andere Mannschaften bei uns entfachen durften, die unser Spiel kühl ausgerätschten. Menno, die lassen uns gar nicht spielen, so die Körperhaltung und alles andere auch. Sogar der Rasen rumpelte gegen die filigranen Spielzüge, die sich unsere Jungs wohl vorgenommen hatten. Nee, manchmal läuft es einfach nicht und das hat Schulde auch während des Spiels und auch in der Pressekonferenz nochmal gesagt, irgendwann läuft es nicht und dann muss man einfach auf die Basics zurückfallen. Das fiel unseren Jungs gestern schwer. Es ist aber auch hart im Hartwald. 4 Jahreszeiten finden sich da auf einem Platz. Im Schatten tiefster Winter, in der Sonne Hochsommer. Da soll auch einer zurechtkommen, der Westenwind im Gesicht gewohnt ist. 1-0 zur Halbzeit durch einen Elfmeter. Bei dem, gebt es doch bitte zu, alle dachten, ich auch, der gibt den jetzt auch wieder nicht. Burgis Highlight hätte beinahe gereicht. Beinahe ist aber nicht ganz. Und plötzlich fühlte Sandhausen den Frühling, dem wir in Hamburg übrigens auch ins Gesicht blinzelten an dem Nachmittag. Medisch und Co. wählten sich sicher im Spätherbst. So klamm peitschte der Ausgleich in der 94. Minute ihnen ins Gesicht. Ja, das war mit Ansage. Die Böen waren schon vorher zu spüren, aber wir hatten einfach nichts, was wir dagegen setzen konnten. Menno. Das war's jetzt, sagte M. als erstes, als wir nach dem Spiel telefonierten. Und ich wollte ihn emotional eigentlich beipflichten, konnte aber nicht. Denn ich war noch geschockt. Geschockt hatte ich die Minuten nach dem Abpfiff den Abgesang auf diese Mannschaft gelesen, bei Twitter und bei Facebook. Schämen sollten sich die Versager, so würde das nun nichts mehr werden, posteten enttäuschte Dienstleistungsempfänger. Hätte nur noch gefehlt, dass der eine oder andere gefordert hätte, dass sich die Millionarios gefälligst den Arsch aufzureißen hätten. Gras gäbe es nach deren Ansicht zum Mittag und zum Abendbrot die ganze Woche. Nee, antworte ich trotzig, gegen Darmstadt, da geht's um die Wurst. Und da sind wir im Stadion, also auch noch da. Seit gestern folgt mir der Twitter-Account die 12. Frau und ich finde den Namen so gut, dass ich uns im Millerntor ab heute nur noch so nenne. Die 12. Wir sind die 12. Frauen. Ausgezeichnet. Cool. Ich will ja auch gar nicht aufsteigen, sagt M noch. Nee, antworte ich, aber alles auf dem Weg gewinnen. Mein Ampermeter schlägt einfach wild aus im Moment, von Akku leer auf 100% aufgekratzt. Ich kann es kaum erwarten, euch am Wochenende
Zu sehen, Boston Brown gegen Darmstadt. Bis dann, haltet euch fuchtig, das ganze Stadion. Pauli Pop Podcast. Lampauli.